Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir mit unserem Schimmel einige Orte hier erkundet, und zwar den Daphnosberg, den Jahrtausendbaum, Tempel der Weisen und auch den Riesenwald, und haben da wieder einiges mitnehmen können. Und jetzt in diesem Part wollen wir erstmal dann zum Gustavberg gehen, der hier vorne auf uns wartet, das hier ist er, genau. Und danach haben wir dann auch ein paar andere Dinge natürlich noch erkunden, logischerweise. Und wo wir genau hingehen werden danach, das werden wir dann gleich schon noch sehen. Aber jetzt erstmal gehen wir auf den Gustav. Was tust du? Achso, ich habe den Zaun gar nicht gesehen, sorry. Jetzt gehen wir dann erstmal auf den Gustavberg nach oben. Was ich wahrscheinlich auch wieder ohne mein Pferd machen muss, weil es ein bisschen zu steil ist. Ja, es geht sogar noch. Ja, du kommst gar hier nach oben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, schaffst du sogar wirklich. Ziemlich cool. Und dann können wir eben noch kurz gucken, ob man hier oben noch irgendwas Tolles finden kann auf dem Gustavberg. Also irgendwas ist hier oben bestimmt. Und was genau, das werden wir dann gleich herausfinden. So, bleiben wir ein bisschen weiter rechts bitte, ja. Halt mal kurz an. Geh mal kurz runter. Kann ich hier irgendwas entdecken? Ich meine, dort hinten bei der Brücke, da waren wir schon. Ich gehe mal trotzdem ein bisschen weiter nach unten, weil eventuell bei diesen Klippen hier noch weitere Dinge zu finden sind, vielleicht. Aber anscheinend weniger. Hier ist noch Rissgras, okay. Aber ansonsten ist hier anscheinend nichts Besonderes. Ansonsten mehr. Okay, aber das da unten, das Lager, sollten wir uns dann auch noch angucken, auf jeden Fall. Wir sind jetzt echt schon im Schloss Hyrule ziemlich nah. Finde ich echt cool. Und du stirbst bitte. So. Ja, ansonsten ist ja, glaube ich, auf der Seite zumindest erstmal nichts mehr. Aber vielleicht dann auf der anderen Seite von dem... wie ist es nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Vom Gustavberg, genau. Mann, ey. Da oben ist mein Pferd. So. Vielleicht noch auf der anderen Seite eben. Sprich dann in dieser Richtung, dort hinten. Wo auch gerade wunderschön hier die Sonne aufgeht. Das sieht wunderschön aus, wie hier einerseits das Schloss Hyrule ist, das in einem ekligen und bösen Rot erstrahlt. Und dann da hinten das hier in einem wunderschönen Gold wegen der Sonne. Ja, Pferd, kannst du bitte nicht hängen bleiben oder so? Pferd? Weißi? Kannst du dich bitte bewegen? Weißi? Hier so rum? Hallo? Weißi? Okay. Ja, das habe ich auch schon häufiger mal erlebt, dass die Pferde manchmal so ein bisschen hängen bleiben können. Das ist irgendwie auch immer ein bisschen doof, finde ich. Du kannst doch hier wohl rüberlaufen, also bitte jetzt. Ja, hier kannst du jetzt schon nach unten, obwohl es hier viel steiler war, ne? Aber da gerade eben rüberlaufen, das konntest du nicht. Ach man, ey. Ach Gott, ey. Aber wieder mal reiten wir der Sonne entgegen. Und das ist immer wunderschön hier in dem Spiel. So, ich will noch kurz hier nach oben. Ich will mal wieder kurz runtergehen. So, ich will noch kurz hier nach oben gucken. Weil dort oben vielleicht noch irgendwas Tolles zu finden ist. Wir schauen mal schnell nach. Ne, war anscheinend nicht mehr. Da ist wieder ein Wächter. Okay, hallo. Aber anscheinend nicht mehr. Ich sehe auf jeden Fall hier nichts. Nee, es sollte, glaube ich, soweit passen. Da hinten war ich ja auch gerade eben schon überall. Ja, das passt schon. Ich lasse mal jetzt trotzdem mein Pferd kurz hier. Weil ich jetzt eben nochmal erst diese Ruinen da unten mir auch noch angucken will. Weil da war ja gerade eben, glaube ich, auch wieder ein Lager von Gegnern, das wir uns dann schnell schnappen können. Wenn ich es richtig gesehen habe. Oder doch nicht? Keine Ahnung. Aber so oder so, die Ruinen will ich da unten mir noch ganz gerne angucken. Aber natürlich will ich trotzdem auf meiner Seite vom Weg bleiben. Was gar nicht so einfach ist, weil der Weg hier eigentlich so genau durchgeht, so ungefähr. Das ist gar ein bisschen doof, weil wir dann später hier nochmal hingehen müssen, um dann noch die andere Seite vom Weg ein bisschen zu erkunden. Also, meine Taktik hat schon auch Nachteile. Hier kann man unten durch, ja. Meine Taktik, oder halt, meine Vorgehensweise hat schon auch Nachteile. Vor allem dann hier bei solchen Orten. Weil halt der Weg hier jetzt leider diese Ruinen hier genau zweiteilt. Und wir dann eben hier zweimal herkommen müssen, um hier alles entdecken zu können. Und das ist ein bisschen doof, aber trotzdem bleibe ich dabei, dass meine Vorgehensweise hier wirklich gut ist, um auch wirklich dann alles hier oder das meiste entdecken zu können. Deswegen werde ich auch daran festhalten und auch noch weiterhin dann bei der Taktik hier bleiben. So, ich muss mir dann einfach merken, dass ich eben... Hier ist die Karok-Brücke. War ich mit der noch nie? Ja, anscheinend nicht, weil die hat ja keinen Namen bekommen. Wenn ich hier schon mal gewesen wäre, also halt schon mal so halbwegs in die Nähe gekommen wäre, dann... wäre der Name doch sofort schon registriert worden auf der Karte. Und wenn ich jetzt nochmal hingehe, dann ploppt er doch nicht nochmal auf, der Name, oder doch? Ich bin mir unsicher. Ehrlich gesagt, ob der Name jetzt nochmal kommen... Da ist sogar ein fliegender Wächter, wow. Ob der Name jetzt nochmal kommen würde, wenn ich da jetzt nochmal hingehe. Warte mal kurz. Kommt er nochmal? Ja, kommt er nicht mehr. Oder vielleicht war ich aber nicht weit genug weg. Ich habe keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. ich werde mal kurz gegen den Wächter vielleicht kämpfen. Wenn er schon hier ist. So, muss mich nur... bemerken. Obwohl eigentlich, ja, andererseits, der... Ich weiß nicht genau, was für ein Ort bewachten der exakt. Ja, schon hier den alten Steinbruch halt. Ja, nee, der ist mir jetzt doch da ein bisschen zu weit weggeflogen, leider. Nee, ich lasse den mal doch da noch am Leben und werde ihn dann auch später killen. Weil ich meine, das macht, glaube ich, eh nicht so viel Sinn, den jetzt zu killen. Weil der ist ja schon auch etwas mehr in der Nähe von Schloss Hyrule schon.
Der Wächter da hinten. Es sind sogar echt einige hier. Boah, drei fliegende Wächter habe ich jetzt hier gesehen alleine. Okay. Das wird ja witzig werden, wenn wir dann diesen Ort hier erkunden. Den alten Steinbruch. Aber das wird übrigens nicht als nächstes Gebiet folgen, sondern erstmal irgendwann später. Als nächstes Gebiet habe ich mir ein anderes ausgesucht. Ich will noch nicht gegen dich kämpfen. Dann später erst. Ja, die sind so blind einfach nur. Diese fliegenden Wächter ist echt der Wahnsinn. Aber ich kann mal kurz gegen dich hier kämpfen. Weil wie gesagt, gegen die ganzen fliegenden Wächter oder gegen die Wächter allgemein jetzt schon zu kämpfen, macht eh nur so Halbsinn. Ich werde jetzt trotzdem mal gegen den kämpfen. Das macht immer nur so Halbsinn, weil dann eh bald wieder ein Blutmond wahrscheinlich kommen wird und dann die alle wieder am Leben sind. Aber gegen den will ich jetzt, wie gesagt, mal kurz kämpfen. So, kabam. Nummer 1. Und dann gleich folgt hoffentlich Nummer 2. Ja, sehr schön. Und dann gleich noch Nummer 3. Und dann bist du auch schon Geschichte, mein Lieber. Bam. Yay, nice. Yippie. Noch ein bisschen weiter. Oh, wow, der ist eh schon am Sterben, aber wir können noch ein bisschen weiter drauf kloppen. Ziemlich cool. Okay. Gut, hier ist übrigens noch ein Baum. Ein einzelner Baum, ein großer einzelner Baum, der rumsteht. Da könnte etwas sein. Boah, also jetzt, hier kommen jetzt wirklich Milliardenwächter auf einmal. Hier ist nichts mehr. Wirklich nicht? Nein, wirklich nicht. Okay. Hier sind jetzt wirklich Milliardenwächter auf einmal. Ja. Da hinten ist auch schon wieder einer. Zwar ein verrosteter, aber trotzdem. Und da ist ein Fliegender, und da ist ein Fliegender, da hinten nochmal einer. Das ist schon echt heftig. Also hier dann, wie gesagt, den alten Steinbruch dann zu erkunden, das wird ein Spaß werden. Weil hier wirklich ein Wächter nach dem nächsten schon wieder kommt. Also das wird dann echt sehr witzig werden. Aber okay. Soll ich mal erst wieder kurz zurückgehen zu meinem Pferd? Das habe ich ja hier auf dem Gustavberg gelassen, genau. Und dann gleich gehen wir aber dann weiter schon in das nächste neue Gebiet, das dann auch wieder mal eben von den Pfaden hier eingegrenzt wird, wo wir uns dann dort wieder auch gründlich umsehen wollen. Nachdem wir jetzt hier beim Gustavberg leider nicht mehr so arg viel haben finden können, ehrlich gesagt, aber trotzdem. Dann gleich im nächsten Gebiet werden wir dann bestimmt noch ein bisschen mehr finden, hoffe ich zumindest mal. So. Noch ein bisschen weiter nach oben und dort oben wartet dann mein Pferd schon auf mich. Ich hoffe, dass wir jetzt dann gleich wieder leicht nach unten kommen werden, dass du nicht wieder rumzickst. Das wäre jetzt eigentlich ganz cool, wenn du jetzt dann schnell den Weg nach unten finden könntest. So, aber hier ist doch ziemlich flach, oder? Doch, das dürfte auf jeden Fall passen. Okay, kommst du auch hier runter? Kommst du? Wunderbar. Okay. So, denn ich möchte wirklich als nächstes hier dann gleich mal die Singvogelwiesen erkunden, die auch ziemlich groß sind. Also es wird auch ziemlich schwierig werden, da hier alles zu sehen, aber immerhin können wir es wirklich dann wieder ganz, ganz strikt hier an die Pfade eben halten. Und der Ort hier sieht übrigens auch sehr interessant, das habe ich schon bemerkt. Und ich vermute mal, dass wir hier eine Erinnerung haben werden, denn es sieht so ein bisschen aus wie der Ort, würde ich mal schätzen, oder? Weil hier überall solche Säulen drumherum, da ist noch so ein kleiner, so ein bisschen Wasser außenrum und eben direkt zentral vor Schloss Hyrule. Also ziemlich sicher, dass das dann dieser Ort hier sein dürfte, wo es dann eben eine weitere Erinnerung für uns dann gibt, die wir uns abholen können. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon in dem Part da hinkommen werden. Ich weiß immer noch nicht genau jetzt, in welcher Reihenfolge ich jetzt dann dieses Gebiet hier mir angucken will. Also wo ich halt hier in dem Gebiet zuerst hingehen will. Das weiß ich noch nicht genau, das werden wir dann schon noch sehen. Also eventuell erreichen wir noch die Erinnerung in diesem Part, aber vielleicht auch nicht, vielleicht erst im nächsten. Das werden wir dann, wie gesagt, schon noch sehen, wenn es dann soweit ist. Okay. So, erstmal vielleicht auf diesen klitzekleinen Berg hier hinauf. Da waren wir gerade eben auch schon so ein bisschen, aber noch nicht ganz auf der Spitze, glaube ich. Und wir mal kurz gucken, ob ich hier auf der Spitze irgendwas entdecken kann. Ich glaube zwar wenig, aber das ist ja auch kein richtiger Berg eigentlich, nur so ein kleiner Hügel halt. Ja, immerhin Wächter ist hier. Schon wieder. Und zwar auch ein Laufen. Da war auch viel zu viele Wächter hier. Das ist echt der Wahnsinn. Wir können mal vielleicht dich mal auf dem Pferd besiegen. Das wäre vielleicht ganz episch. Mal gucken, ob wir das halbwegs gut schaffen. So, ein bisschen langsamer. Bam! Boah, nice. Bam! Episch. Okay. Das ist ziemlich cool. Ja, umdrehen, umdrehen bitte. Umdrehen. Das ist ziemlich cool. Und der habe ich noch gar nicht bemerkt, der Idiot. Du bist auch klug. Halt mal an, bitte. Okay, jetzt einfach ein bisschen draufhauen auf den. Während ich hier geschützt werde, da kann ich hier gar nicht treffen, weil ich auf seiner Unterseite bin quasi. Okay, können wir jetzt ziemlich abgehen. Und ganz ruhig bleiben, weiß sie, wir schaffen das schon. Ja, jetzt kann ich nicht mehr treffen, ich bin so weit weg oder so. Ich treffe nicht mehr, nein! Okay, reib mal kurz weg, schnell. Aber wir sind schnell genug, dass wir nicht getroffen werden sollten vom Laser, genau. Das ist ja ganz cool, dass man eben auf einem Pferd zu schnell ist und der deswegen einen gar nicht erwischen kann. Das ist echt ganz toll, finde ich. Und da ist noch ein Schrein übrigens, habe ich gerade gesehen. Okay. Bam. Ja, kein Volltreffer ins Auge leider, oder doch? Also er ist auf jeden Fall kurz benommen. Und durfte nicht mehr angreifen, deswegen, das passt auf jeden Fall. Oh, nice. Ah, schon tot, okay. Okay, ziemlich, wir können sogar noch wegschieben, den. Ziemlich episch auf jeden Fall. So. Und, ich sage jetzt mal kurz ein, auch wenn da kein Reaktorkern dabei war. Aber trotzdem. Kann kurz alles herkommen, meinetwegen. So. Der Schrein, der ist hier hinten. Hier beim antiken, oder nicht beim antiken, beim alten Steinbruch, okay.
Ja, so der alte Steinbruch, der wird dann echt interessant werden, weil dort haben wir, wie gesagt, tausende Wächter zu besiegen und noch einen Schrein, den wir da machen dürfen und bestimmt noch viele andere Dinge, die da auch auffällig dann sein werden. Deswegen auf diesen Steinbruch freue ich mich dann schon sehr. Aber jetzt erstmal dann eben, wie heißt nochmal das Gebiet hier? Die Singvogelwiesen, genau. Erstmal dann uns die genauer angucken. Wie zum Beispiel auch diesen Wald hier, wo ich mal kurz vielleicht wieder auf ein paar von den Bäumen auch drauf will. Aber hier ist schon mal erstmal was. Das machen wir am besten so. Bam! Sehr schön. Yay! Okay, dann muss ich jetzt gar nicht unbedingt mehr auf die Bäume drauf, da wir jetzt hier eh schon einen Croc gefunden haben. Ich mach's mal trotzdem schnell auf den vielleicht noch, weil es hier der mittlere ist und der auch am größten ist so ungefähr. Aber wenn hier nichts ist, dann werde ich es sein lassen. Wow, die Schleimis kommen ein bisschen nach oben. What? Okay, lass bitte mein Pferd auch in Ruhe. Was? Die greifen mein Pferd an? Alter, was fällt euch ein? Was? Lass mein Pferd in Ruhe. Das ist ja. Das kann. Nein, hör auf. Nein! Oh Mann, was fällt dir ein? Mein armes Pferd, lebst du noch? Du lebst noch, ja. Was fällt dir denn eigentlich ein? Ihr miesen, verdammten Dreckskerle. Mann, ey. Ich gebe meinem Pferd kurz was zu essen, weil das war jetzt dann doch sehr hart. Das muss auch mal kurz sein. Habe ich noch eine Fit-Karotte? Weil die magst du ja am liebsten. Oder Spurkarotte, ja, nur noch eine. Aber Fit-Karotte habe ich noch mehrere. Okay, dann kriegst du mal die hier. Die ist eh besser. So. Yay, oh. Yay, oh. Freut sich. Und jetzt haben wir doch sogar dann wieder Sex-Ausdauer oder halt so Sportdinger, oder? Haben wir? Ah, ne, wir haben 8 bekommen. Ach so, ah, jetzt sehe ich das mal. Eine einzige Fit-Karotte reicht aus, um gleich 3 solche Sportdinger mir zu geben. Ah, das ist ja cool. Okay. Das ist ziemlich episch. Das ist echt cool, dass wir jetzt da 8-mal sporten können. Das freut mich auf jeden Fall. Okay. Ja, und das Gebiet hier ist auch wirklich riesengroß. Mit dieser total schönen, großen Wiese. Aber es sieht auch wieder wunderschön aus hier, wie ich finde. Und mal gucken, was wir jetzt dann hier noch so alles finden können. Ich will, glaube ich, erstmal mal zum Turm hin. Weil beim Turm haben wir uns auch noch nicht so wirklich gründlich umgesehen. Und das will ich jetzt dann gleich noch ganz gerne nachholen. Oder auch hier bei dieser Flagge vielleicht, bei diesen Ruinen. Ja, hier könnte auch irgendwas sein. Da ist auch ein Wächter wieder, den mal kurz killen können, meinetwegen. So. Auch wieder am besten auf unserem Pferd einfach. Hallo. Ich muss nur. Ich muss aber. Ich geh mal kurz runter. Am besten. Ich glaube, ich kann dich wieder töten, bevor der Laser überhaupt rauskommt. So. Bam, bam, bam. Und schon tot. Okay, 7 Schläge waren das jetzt, glaube ich, die ausgereicht haben. Ziemlich cool. Yay. So, vielen Dank. Kein Problem. Ja, nee, genau, ich will eigentlich kurz unten bleiben vor meinem Pferd, weil ich mal kurz erstmal diese Ruinen hier erkunden will. Und ich dann auch gleich vielleicht auf diese Flagge hier ganz nach oben klettern will, weil dort vielleicht auch irgendwas ist. Erstmal, hallo Jäger. Lass mich bitte in Ruhe. Stirb. Sehr schön, hast du irgendwas für mich? Ja, Schwertbanane und 5 Rubine. Alles klar. So, hier ist so ein kleiner Brunnen. Aber da ist anscheinend nichts. Hier sind Fässer, sogar auch ein riesengroßes Fass. Das machen wir kurz mit der Bombe, weil das schafft, glaube ich, mein Masterschwert gar nicht wirklich. Oder ich bräuchte sehr viele Schläge. Zack. Und da war aber irgendwie eh wieder nichts drin. Okay, na gut. Dann halt nicht. Und dann will ich jetzt eben noch kurz, wie gesagt, auf die Flagge draufklettern. Ja, oder auf die Fahne. Oder auf den Fahnenmast wohl eher. So. Denn dort oben, das ist sogar ziemlich hoch. Ah, siehst du mal. War die richtige Entscheidung. Denn dort oben gibt es tatsächlich einen Croc für uns. Ja, einmal darf ich noch springen. Okay, aber jetzt dann nicht mehr. So, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Und herkommen. Yay! Sehr schön. Gut. Dann gleich wieder nach unten zurück zu unserem Pferd. Da wir jetzt dann, glaube ich, hier alles gesehen haben, soweit. Ich schätze eigentlich schon. Okay. So, dann Hallöchen. Hui. Gleich wieder perfekt drauf gelandet. Wunderbar. Und dann jetzt eben, wie gesagt, hier um den Turm herum ein bisschen mehr erkunden. Da waren ja auch noch ein paar Wächter, glaube ich, am Leben. Es waren zwar nur Verrostete, aber trotzdem will ich dann die ganz gerne auch ausschalten. Man war eigentlich noch hier mehr? Ich meine, hier bei den Bäumen. Hier ist noch ein so großer Baum. Ich gehe mal auch kurz auf den vielleicht drauf schnell. Aber hier ist nichts, nee. Bei den anderen Bäumen hier um den Turm herum glaube ich jetzt auch eher weniger, dass da was ist. Ich kann es mir auf jeden Fall eher schwer vorstellen. Hier sind noch ein paar Felsen. Ist da noch vielleicht irgendwas? Hier in der Mitte? Ah, hier ist was. Das sieht gut aus. Genau. Der war nämlich schon auffällig, der Felsen, da das so ein bisschen versteckt war, quasi von den anderen größeren Felsen. Deswegen ist dann hier eben der nächste Croc. Okay, und zack. So, von wo aus habe ich den Wächter gerade sehen können? Von da hinten aus. Ja, ich will mal den auf jeden Fall kurz killen. Mich hier so zwischen den Bäumen am besten zu dem durchnavigieren. So. Und das war jetzt mal kurz mit dem Schild, würde ich sagen, dass ich da nicht noch mehr Schläge von meinem Masterschwert verschwenden muss. So. Bam. Nice. Okay, kein Problem.
Aber gab es nicht noch einen zweiten, der hier sogar in der Nähe vom Turm war? Oder vielleicht war das der eine Verrostete, den wir gerade eben schon besiegt haben. Dort in der Nähe von den Ruinen. Das kann auch sein, dass es der war, an den ich mich gerade erinnern kann. Weil ich meine nämlich schon, dass hier noch irgendwo ein zweiter auch ganz in der Nähe war. Da ist sogar noch ein Laufender. Wow, es gibt viel zu viele von den blöden Wächtern hier. Das ist ja echt schlimm. Ich meine, wie muss es dann erst in Schloss Hyrule sein? Weil es sind ja offenbar noch mehr von denen. Ich meine, hier draußen sind auch schon Tausende von denen ungefähr. Und wie ist es dann erst innen drin? Da ist ja dann irgendwie einer nach dem anderen, oder? Das wird dann sehr interessant werden, glaube ich. Ja, aber okay. Kann ich jetzt hier noch ein bisschen mehr finden? Ich meine, es sieht noch alles hier schon halbwegs auffällig aus hier in der Nähe vom Turm, finde ich. Auch diese Säulen hier. Ich würde schon ganz gerne auf die auch draufklettern wollen. Ist noch hier in der Nähe von diesen Wächtern irgendwas? Anscheinend nicht mehr. Ja, ich will mal kurz auf die Säulen draufgehen. Am besten, da es wieder regnet, mit Revali Sturm. Hui. So, da ist aber nichts drauf. Auf der anderen ist auch nichts. Okay, dann sollte das eigentlich soweit passen. Und ich meine, ansonsten habe ich jetzt hier auch nichts entdecken können, hier in der Nähe vom Turm. Deswegen ist dann hier, glaube ich, jetzt auch einfach mal nicht mehr so arg viel oder gar nichts mehr zu finden sogar. Ich kann auf jeden Fall nichts mehr entdecken. Hier ist auch nichts mehr. Da hinten war noch so ein ganz kleiner Teich. Der hier. Hier vielleicht noch am ehesten. Ist irgendwo, oder wo sind die jetzt eigentlich? Genau hier. Ja. Hier noch am ehesten kann man vielleicht irgendwas finden. Oder hier oben. Ja, darf ich noch kurz hingehen. Aber dann gleich können wir schon weiterlaufen und dann auch den nächsten Wächter gleich killen. Also müssen wir uns, glaube ich, dann glaube ich, auch darauf einstellen, dass wir jetzt in diesem und auch in den nächsten Parts dann immer sehr, sehr viele Wächter pro Part killen werden. Da die halt hier eben überall immer kommen. Nee, aber hier ist offenbar auch nichts mehr. Ich finde auf jeden Fall nichts. Hier unter der Säule noch vielleicht? Nee, hier ist auch nichts mehr. Okay. Gut. Dann wieder rauf auf unser Weißi. So. Auf unser königliches Pferd. Das würde ich mir nochmal kurz erwähnen. Hier übrigens wunderschön auch aussieht hier mit dem Wappen auch, wie wir sehen können. Also echt alles ziemlich cool. Okay. Gut, dann jetzt zum. Ja, nicht gegen den Baum laufen. Nicht. Jetzt dann zum Wächter hin. Und dann den platt machen. Der war dort hinten irgendwo. Glaube ich. Mal gucken, ob wir den dann gleich schon entdecken können. Da hinten, genau. Und den dann gleich vorknöpfen, auf jeden Fall. Ich will noch ganz, ganz kurz hier ein bisschen mehr auch in die Ecke gucken. Weil hier sind nämlich noch ein paar weitere Ruinen zu finden. Die jetzt nicht so sehr in der Nähe vom Turm waren. Ist vielleicht hier, warte mal kurz, ist vielleicht hier oben noch irgendwas? Lass mich nochmal kurz nachgucken. Ich will auch halt wirklich auch alles finden. Aber nee, ich glaube, hier ist nichts mehr. Das passt schon. Okay, dann wieder drauf. So. Und hier, wenn ich so ganz, ganz in die Ecke gucke, von diesen beiden Wegen, wo die sich dann treffen, da ist auch nichts mehr. Vielleicht noch diese Säule da vorne will ich mir dann. Wow, was zum Teufel? Die Säule da vorne will ich mir dann vielleicht gleich noch angucken, die da. Weil die ziemlich hoch ist. Und da vielleicht schon irgendwas zu finden ist. Okay, hier ist auch dann der Wächter. Hyrule Garnisonsruine ist hier. Okay. Hat sogar einen eigenen Namen bekommen. Wir gehen mal kurz hier nach oben. Hui. Aber hier ist auch nichts. Und da ist dann eben der Wächter. Ja. Ja, das Blöde ist wieder mal, dass der Weg hier diese Garnisonsruine wieder mal zweiteilt. Ja, oder eigentlich sogar dreiteilt tatsächlich, weil nämlich nochmal Teile dann hier auch bei den Windblumenwiesen sind. Das ist sehr doof. Weil ich will mich, wie gesagt, immer noch ganz, ganz strikt an meine Regel da halten, die ich mir aufgestellt habe. Dass ich nicht über die Wege hinausgehe. Aber es ist halt dann, wie gesagt, das lasse ich mal drin. Das ist halt dann, wie gesagt, in solch einer Situation dann etwas unvorteilhaft und etwas doof. Aber müssen wir jetzt halt dann irgendwie damit klarkommen. Das passt schon. So. Hallo. Gleich der nächste Wächter. Und bam. Auch ziemlich witzig, wie wir einfach so zu ihm hingelaufen sind, ohne uns Sorgen zu machen. Das ist aber jetzt ein Problem tatsächlich. Der Boblin. Aber er trifft mich nicht. Der ist ziemlich doof irgendwie. Ja, jetzt schon. Shit. Ja, es ist blöd jetzt. Shit. Ja, ich mach jetzt mal den Rest mit Schlägen. Bleib hier. Nein. Na, Mann, ich hasse dich. Nein, ich wollte doch nicht den anvisieren. Warum visierst du jetzt den Boblin an, Link? Willst du mich verarschen? Mann, ey. Okay, stirb. Boah, du hast mir jetzt echt alles versaut, hey. Weißt du das eigentlich? Nimm das. So. Und. Ja! Und stirb. Bam. Mann, ey. Wenigstens kriegen wir einen Reaktorkern. Das war dann doch die Mühe auf jeden Fall wert, würde ich sagen. Okay. So, hier ist noch so ein Brunnen. Aber ansonsten ist auch nichts mehr. Ein paar Pfeile hat der Typ noch verschossen, die wir uns holen können. Genau. Okay. Hier oben drauf ist wahrscheinlich auch nichts mehr. Nein. Okay. Dann wieder gleich zurück zu unserem Pferd.
Und wie gesagt, ich möchte mich auch jetzt daran halten, auch wenn es jetzt hier ein bisschen unsinnig ist und wir eigentlich jetzt schon diese komplette Garnisonsruine auch halt gleich erkunden könnten und so, ja, können wir machen. Aber da ist es mir lieber, wenn ich mich da wirklich ganz, ganz strikt an meine Regel halte und wir eben dann uns nur den Bereich angucken, der auch wirklich in unserem aktuellen Gebiet liegt, der von den Wegen halt eingegrenzt wird. Und deswegen lassen wir das erstmal und werden dann das später machen. Ich meine, das ist auch schon ganz gut, weil wenn ich das halt überall an jeder Stelle so mache, kann ich mir halt auch wirklich dann auch genau merken, dass ich eben genauso vorgehen sollte, dass ich dann eben auch halt hier in dem Gebiet, bei den Windblumenwiesen, eben nur noch diesen Teil erkunden muss. Und hier halt in diesem Bereich hier, dass ich dann dort eben auch noch nur diesen Teil hier erkunden muss. Und dann haben wir da schon alles gesehen. Deswegen, das passt dann schon, das ist schon in Ordnung. Okay. So, ich meine, gerade eben haben wir dort was finden können, bei diesem Fahnenmast hier, deswegen warum denn nicht auch hier? Jetzt will ich mal kurz auf dich drauf gehen. So, ohne Sternsturm ist er gerade runtergefallen. Die ist sogar ziemlich nah dran an uns. Ja, obwohl es geht. Die ist leider in einem ganz anderen Gebiet. Und deswegen bin ich dann, glaube ich, doch wieder zu faul, weil ich nämlich glaube ich, keine weiteren Sternsplitter mehr brauche fürs Upgraden von irgendeiner Kleidung. Ich meine, vielleicht finden wir noch weitere Kleidung hier in dem Spiel und so, das kann schon sein. Aber für meine aktuelle Kleidung brauche ich, glaube ich, gar keine weiteren Sternsplitter mehr, wenn mich alles täuscht. Weil ich meine, ich habe sogar eh noch welche. Ich habe ja noch zwei übrig. Sogar deswegen, ich brauche den nicht mehr. Ich könnte zwar verkaufen für viel Geld und so, aber ich müsste jetzt so weit weg von unserem eigentlichen Weg gehen, dass mir das nicht wert ist, ehrlich gesagt. Tut mir leid. Und deswegen, wir lassen das dann, weil ich mich dann doch eher hier... ihr kennt mich ja, wie gesagt, ganz, ganz strikt halt eben an meine Gebietsgrenzen da halten will. So. Und gleich wieder drauf. Alles klar. Gut. Und ich sehe da was Rotes im Hintergrund übrigens. Ja. Also Blutmond haben wir wieder dann gleich. Okay. Lass mich nochmal kurz gucken. Bei dem Wald war ich gerade eben schon, genau. Dann geht jetzt mal hier so ein bisschen einfach hier so an dem Weg ein bisschen entlang. Das war gar nicht mal so einfach, diese Ebene hier zu erkunden, weil die wirklich verdammt groß ist. Und weil man hier auch leicht Dinge verpassen kann. Aber ich hoffe, dass wir hier nichts verpassen werden und hier wirklich alles auch entdecken können. Diesen etwas größeren Wald da hinten, den gucken wir uns dann gleich noch an. Und übrigens, wie ihr jetzt vielleicht schon gemerkt habt, werden wir wahrscheinlich dann eben in diesem Part nicht mehr die Erinnerungen spielen können, da ich halt jetzt dann doch zuerst nach Süden gehen wollte. Und dann ist halt hier eben so einmal so rum und dann wir erst später nach Norden kommen werden. Deswegen wahrscheinlich werden wir dann erst im nächsten Part die Erinnerungen sehen. Aber dafür dann vielleicht schon am Anfang vom nächsten Part direkt. Das können wir vielleicht machen. Aber das werden wir dann schon noch sehen, wenn wir das dann schaffen werden. Sondern da ist er eben, der majestätische Blutmond. Obwohl er nicht so majestätisch ist, weil der ist ja eher total böse und fies. Aber er sieht trotzdem ziemlich gut aus, auf jeden Fall. Und hallo, nächster Wächter. Das ist schon jetzt irgendwie der, weiß nicht, sechste Wächter in dem Part oder so, den wir besiegen. Also voll viele auf jeden Fall. Und da ist ein weiterer Schrein. Und zwar hier oben beim Gongol-Hügel. Okay. Das sieht auch sehr, sehr verwirrend hier alles aus. Aber schon mal markiert, das kann auf jeden Fall nicht schaden. So, hallo. Hoffentlich sind es hier keine weiteren Gegner mehr, weil gerade eben der Bocklin, der war echt ein bisschen nervig. Aber wenn nur du hier bist, dann habe ich da normalerweise keine Probleme und sollte dich locker fertig machen können. Okay, sehr gut. Und noch ein weiteres Mal. Und dann bist auch du schon tot. Und zack. Yay, nice. Ja, diese ganzen Wächter hier, die können mittlerweile auch gar nichts mehr. Muss man wirklich sagen. So, und mehr Zeug. Vielen Dank. Na, komm her. Okay. Gut, dann wieder gleich rauf auf unser Pferd, denn wie gesagt, hier, für die Ebene von Hyrule macht es echt Sinn, die auf einem Pferd zu erkunden. Für alle anderen Gebiete so ungefähr, da macht es mehr Sinn, die zu Fuß zu erkunden, wie ich finde. Aber hier die Ebene von Hyrule, weil die eben so eben ist, hier macht es wirklich Sinn, finde ich, das mit einem Pferd zu erkunden, da man eben einige schneller dann ist und man halt trotzdem alles sehen kann, deswegen das ist echt ganz cool. Hier ist das, oder hier sind die Möwendorf-Ruinen und wieder mal ist das sehr, sehr blöd und eklig, weil die wieder mal total zweigeteilt werden vom Weg. Das gefällt mir gar nicht, dass es häufig der Fall ist, ehrlich gesagt. Weil an sich haben wir da auch keine Probleme, wie gesagt, da ich mich einfach ganz strikt daran halten werde, dass wenn wir dann auf der anderen Seite sind, dass wir halt dann nur auf die andere Seite erkunden müssen. Ja, schon. Aber trotzdem wäre es mir lieber, wenn die nicht immer zweigeteilt werden würden. Aber was soll man machen? Aber dann erstmal Blutmond, wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht mehr, egal. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. Das heißt natürlich auch, dass der eine Wächter von gerade eben jetzt wieder da ist. Ja, genau, da ist er schon wieder. Und wir ihn gleich nochmal besiegen können. Aber ich will jetzt mal dem ausweichen. Wenn er mich sieht, dann werde ich nochmal bekämpfen. Aber ich will ihm jetzt eher ausweichen, wenn es geht, weil wir gerade eben schon gegen ihn gekämpft haben und ich nicht nochmal Zeit verschwenden will bei dem. Ja, hier ist aber, glaube ich, auch ansonsten, zumindest auf der Seite von den Ruinen, nichts mehr. Denn, wie gesagt, die andere Seite von den Ruinen, die erkunden wir dann erst später. Also alles, was da hinten dann auf uns warten wird. Und hier auf der Seite ist aber, glaube ich, nichts mehr.
Deswegen, das dürfte dann soweit eigentlich passen, schätze ich mal. Dann gehen wir jetzt einfach diesen Weg hier noch weiter. Genau, auch wieder hier so in der Nähe von dem eigentlichen Hauptpfad. Dass wir uns dann da auch wieder ein bisschen umgucken können, ob man hier irgendwas noch finden kann. Und wir kommen jetzt dann sogar doch schon dem Ort der Erinnerung etwas näher. Aber ich möchte trotzdem dann, bevor ich dann, da ist noch ein weiterer Wächter sogar, wow. Bevor ich dann letztendlich, und da ist sogar nochmal, was zum Teufel, wie viele gibt's denn hier? Ist ja der Wahnsinn. Bevor ich dann letztendlich die Erinnerung mache, will ich doch noch zuerst diesen Wald da erkunden. So, Moment. Ja, Pferd, geh ein bisschen weg vielleicht, weil das ist ein bisschen, wow, riskant hier. Hast du mein Pferd getötet jetzt? Ne, es lebt noch. Aber er durfte vielleicht nochmal im Fall schießen, der Arsch. Irgendwie. Er ist ein bisschen weggelaufen, aber ich hole es dann gleich wieder. Okay. Ja, mein Pferd hat schon einiges einstecken müssen, leider. Weil es wurde schon ziemlich häufig von irgendwelchen Attacken getroffen. Das war ja auch im letzten oder was in diesem Part, keine Ahnung, von dem Schleim hier auf jeden Fall, wurde es da auch noch getroffen. Und hier ist... Hä, wo kommt denn die her? Hier war ein Knochengegner? Den habe ich gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Okay, keine Ahnung. Ja, lass doch mal mein Pferd... Nein, lass mein Pferd in Ruhe. Nein, lauf doch nicht zum Wächter hin, bist du dumm? Bleib hier. Bleib hier, bitte, bitte bleib hier. Mal kurz hier rufen. Hier bleiben. Okay. Ganz ruhig bleiben, nicht zum Wächter hingehen. Alles klar. Mal kurz ein bisschen tätscheln. Ich gebe dir mal nochmal kurz eine Fit-Karotte. Auch wenn das eh verschwendet ist, weil du ja schon das Maximum an Spurtdingern, glaube ich, erreicht hast, aber trotzdem. Ich will dir nochmal eine geben, weil das jetzt zu hart für dich war. Na komm, du darfst essen. Ist für dich. Willst du nicht? Warum nicht? Okay, vielleicht kann es keine mehr essen, weil halt eben das Sportding schon auf dem Maximum ist. Aber ich wollte dich halt ein bisschen heilen, weil ich weiß nämlich gar nicht genau. Haben Pferde überhaupt so eine richtige KP-Anzeige? Ich meine, auf jeden Fall keine sichtbare. Aber ich meine, Pferde sterben ja auch irgendwann nach zu vielen Schlägen. Und die Frage ist dann natürlich, ob sich dann ihre KP quasi, ob die sich wieder dann regenerieren können nach einer gewissen Zeit. Und ob sie dann wieder mehr Schläge später einstecken können oder ob das gespeichert bleibt. Und ob es dementsprechend jetzt sehr, sehr angeschlagen ist und dann jede Sekunde sterben wird, so ungefähr. Das weiß ich nicht genau. Keine Ahnung, das ist schon der nächste. Das ist der pure Wahnsinn, wie viele Wächter hier sind. Ja, aber den Ort lassen wir erstmal, weil das will ich dann erst im nächsten Part erkunden. Und dann im nächsten Part eben die Erinnerungen spielen. Hier war ich auch nicht oben. Der ist ziemlich schief, der Fahnenmast hier. Deswegen, der ist auffällig deswegen, weil er schief ist. Deswegen will ich... Och, hör doch auf zu nerven jetzt. Ich will dann kurz auf den draufgehen. Lass mich jetzt bitte in Ruhe, du Arsch. Ah, oh Mann, ey. Lass mich in Ruhe, sagte ich. Stirb. Okay. So. Der Wächter lässt uns bitte auch in Ruhe. Wir auf jeden Fall, ich bin immer am besten Rivali Sturm. Es geht am schnellsten. Hui. So. Aber nee, hier oben ist anscheinend auch nicht. Ich sehe nichts. Ist anscheinend auch nichts. Nein. Okay. Gut. Ich möchte jetzt, wie gesagt, noch diesen einen Wald da erkunden. Also genauer gesagt, den hier. Der ist ja schon auch noch ein bisschen groß. Und den wir noch zuerst erkunden und dann beim nächsten Mal, wie gesagt, kommt aber auf jeden Fall dann die Erinnerung. Und dann werden wir beim nächsten Mal auch wieder tausende weitere Wächter schon killen. Den lasse ich, das ist ja dasselbe wie der gerade eben, ne? Genau. Den lasse ich auf jeden Fall in Ruhe, weil den haben wir schon besiegt. Der ist jetzt halt nur durch den Blutmund wiedergekommen. So. Aber ich will mal eigentlich ganz gerne den Baum da hinten noch angucken, weil da ist ein so einzelner großer Baum, der da steht. Kann ich davon hier auch schon irgendwas entdecken? Ja, nee, aber ich müsste hier einen Felsen eigentlich sehen können, wenn da oben einer wäre. Deswegen, ich lasse dann doch mal, weil ich jetzt dann doch keinen Bock habe, dass der Wächter mich sieht und ich nochmal gegen den kämpfen muss. Auch wenn es eh kein Problem ist, weil die Wächter kann man ja leicht besiegen, wie gesagt. Aber trotzdem, ich möchte dann jetzt den eher meiden, da wir den eben schon mal besiegt haben. Und ich möchte mir jetzt halt eher diesen Wald hier angucken, wo man vielleicht noch die eine oder andere Sache eventuell finden kann. Das ist ein Flederbeißer, okay. Ich gehe mal kurz weiter auf den Baum hier drauf, weil der ist relativ zentral. Und auch ein... Nein, was zum Teufel? Habe ich das mit meinem Schwert jetzt getroffen, mein Pferd, oder wie? Oder war es ein Flederbeißer? Keine Ahnung. Oh, es sind viel zu viele Gegner hier. Die wollen alle mein Pferd auch töten. Hör auf damit. Stirb. Okay. Da ist auf jeden Fall ein weiterer Croc, den wir uns holen können. Mach ich am besten da mal schnell. So. Ja. Die Frage ist, wo muss ich hinzielen? Ja, ne? Achso, hier. Oder? Ja, okay, hier. Ich habe es gar nicht gesehen, was so klein war. Weil vor allem hier schwirren ja auch Blätter und Staub, oder nicht Staub, aber so ein paar Blätter eben durch die Gegend. Und das kann man hier kaum erkennen, dass das hier kein Blatt ist. Boah, das ist voll schwierig übrigens. Wartet. Shit, zu früh, glaube ich. Okay. Puh. Das war aber echt nicht einfach. Also erstmal es zu entdecken war nicht einfach, weil es so klein war. Aber dann zu treffen war auch nicht so easy, weil das Ziel eben total mini nur war. Und man da wirklich genau im richtigen Moment eben schießen musste.
Aber gerade deswegen war es auch ein ganz cooles Croc-Rätsel, wie ich finde. Okay. So. Dann haben wir auch schon gleich diesen Wald hier dann auch sogar komplett erkundet. Ging ja eigentlich auch recht schnell, weil hier jetzt auch nicht so viel zu finden war. Da sind noch weitere relativ große Bäume, aber ich gehe mal auf die auch nicht drauf. Weil ich nicht glaube, dass da irgendwas auf denen zu finden ist. Das wird schon alles passen, hoffe ich mal. Aber da ist was. Und zack. Yay. Noch ein Croc, cool. Yay, sehr schön. Gut. Und dann haben wir jetzt eh schon gleich das Ende von dem Wald hier erreicht. Und hier ist ansonsten auch nichts mehr. Da ist noch ein großer Baum, aber das sind zwei große Bäume, deswegen da ist auch nichts mehr. Ne, es passt soweit. Okay. Und dort hinten waren wir schon bei den paar Bäumen, da haben wir auch schon einen Croc mitgenommen. Genau, also passt alles. Und hier haben wir zwei mitgenommen, deswegen das ist eigentlich eine gute Ausbeute. Okay. Hier war ich ja jetzt auch noch nicht so wirklich, ne? Ich meine, hier waren wir schon, dann sind wir so unten rumgelaufen. Und dann hier so hin, aber hier oben war ich auch nicht wirklich. Glaube ich zumindest. Und das würde ich mir auch noch ganz gerne noch kurz vielleicht angucken, diese Ecke da oben. Ob ich noch da vielleicht irgendwas entdecken kann. Und beim nächsten Mal, wie gesagt, kommt dann auf jeden Fall diese Erinnerung. Da ist noch so ein Felsen. Ist das ein Ivarok? Ich werde es mir gleich dann noch genauer angucken. Auf jeden Fall. Und da ist noch ein Wächter sogar. Wow. Aber den haben wir auch schon besiegt, stimmt. Das war eigentlich der in der Nähe von dem Steinbruch, haben wir auch schon besiegt. Aber der ist halt auch wiedergekommen durch den Blutmond. Deswegen machen wir es auch nicht nochmal. Bist du ein Ivarok? Ich will jetzt eigentlich gar nicht gegen dich kämpfen, wenn du einer wärst. Aber ich kann es ja herausfinden mit Stasis. Warte mal. Ich muss kurz runter. Ist keiner, okay. Dann geh ich mal kurz hin. Ob ich hier irgendwas entdecken kann. Aber anscheinend nicht. Okay. Dann will ich nochmal kurz in die Nähe von dem Erinnerungsort reisen. Oder halt reiten. Dass wir dann beim nächsten Mal eben direkt am Anfang uns sofort dann eben diese Erinnerung anschauen können. Das wird bestimmt auch schon eine halbwegs besondere Erinnerung, würde ich mal schätzen. Ne? Weil die eben hier so direkt vor Schloss Hyrule ist. Weil viele andere Erinnerungsorte waren eben auch an völlig random Orten irgendwie. Die jetzt keine tiefere Bedeutung haben. Es gab zwar auch Erinnerungen an besonderen Orten, wie zum Beispiel an der Quelle der Weisheit oder irgendeine Quelle auf jeden Fall. Oder auch bei dieser Pferdestatue halt, also hier beim Sunnydean Park. Aber es gab auch schon einige Erinnerungen, die an relativ zufälligen Orten waren, ohne einen tieferen Sinn. Aber das hier ist ein besonderer Ort, auf jeden Fall. Deswegen mal gucken, was dann eben hier bei vor 100 Jahren passiert ist. Aber dann erst im nächsten Part eben, wie gesagt. Aber ich will noch vielleicht ganz kurz den Wächter noch killen und danach will ich aber den Part dann beenden. Oder ist gleich direkt neben dem ein weiterer noch? Ne, ist der einzige in der Nähe. Dann killen wir den auf jeden Fall noch. So, den merke ich auch noch gar nicht. Immer noch nicht. Doch jetzt, okay. Und hier ist dann Ruinen von Hyrule-Stadt. Hier ist dann schon der Eingang zu Hyrule-Stadt. Okay. Ja, aber das wäre dann auch erst später erkunden. Wow. Später erkunden auf jeden Fall. Weil das zählt ja auch nicht mehr zum aktuellen Gebiet dazu, weil ich dann wieder mal anders hingehen müsste. Hier ist übrigens auch ein Wächter. Ach nee. Der. Oh Gott, ey. Ach, deswegen. Der sieht mich sogar auch an. Ist ja schlecht. Ich muss mich kurz verstecken, dass mich der eine nicht sehen kann. Hier so. Was machst denn du? Du bist. Was zum. Du bist ein bisschen nah dran. Nur nimm mal den hier. Was denn? What the fuck? Bleib doch mal ruhig. Was ist denn los mit dir? Aber der andere sieht mich jetzt wenigstens nicht mehr, weil ich zu weit weg bin. Okay, bleib jetzt bitte mal ruhig. Ganz ruhig bleiben. Alles wird gut. Okay. So, zack. Noch einmal und dann bist du auch gleich tot. Mann, ey, war jetzt noch ein bisschen nervig. Ah, nee, das war kein Volltreffer. What? Das schon. Okay, weil er sich gerade eben vielleicht noch bewegt hat. Warum bewegt denn der sich so viel eigentlich? Die anderen bleiben doch auch ruhig. Stirb jetzt. So ein Quatsch. Ach man, ey. Da ist noch ein Rösthalbepilz. Durch den Laser ist der geröstet worden. Auch nicht schlecht. Na gut, okay. So. Aber dann würde ich mir erstmal sagen, Leute, was dann hier für diesen Part von Let's Play Legend of Zelda Breath of the Wild, nachdem wir uns jetzt eben dann hier in diesem Part die Singvogelwiesen angesehen haben. Beim nächsten Mal eben hier die Erinnerung. Und danach sind wir ja auch schon mit dem Gebiet dann auch fertig und haben ja alles gesehen. Ich meine schon. Und ich will auf jeden Fall noch nicht hier in die Nähe von Schloss Hyrule weitergehen. Ich will dann erstmal nach Süden zurückgehen. Deswegen nach der Erinnerung wird dann im nächsten Part wahrscheinlich dann noch das Gebiet hier kommen. Oder vielleicht auch die Windblumenwiesen. Also eins von den beiden. Will ich mal schätzen. Welches genau werden wir dann schon noch sehen. Aber eins von den beiden wird dann eben wahrscheinlich beim nächsten Mal kommen. Jetzt mal kurz nachgucken, ob es wirklich stimmt. Aber ja, das dachte mir schon. Hier ist dann eben für uns eine Erinnerung. Kehren wir nochmal kurz umfährt. So. Okay. Mach mal dann, ich geh mal kurz runter vielleicht noch. So. Ja, das Pferd ist im Weg, leider. Weil ich will ganz gerne das Bild nachstellen. Wenn ich mich da jetzt direkt davor stelle. Geh mal noch ein bisschen weiter. Noch ein bisschen. Okay, so, jetzt bist du nicht mehr im Weg. So. Und das sieht doch wunderschön aus.
gut. Auf jeden Fall würde ich mich dann auch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.